Im Linzer Ars Electronica Center fand Ende November der Regionalwettbewerb der First Lego League statt. Der Roboterwettbewerb zog wieder eine große Zahl an Teilnehmern an. Ja, das ist die 10. Lego League. Teams haben sich 19 gemeldet. Es sind ungefähr 160 Schülerinnen und Schüler und 40 Lehrerinnen und Lehrer, die heuer an der Lego League teilnehmen. Die First Lego League ist ein Wettbewerb, bei dem es maßgeblich auf die Vorbereitung ankommt und Schüler und Lehrkräfte mit großer Freude viel Freizeit investieren. Sie lernen im Team zu arbeiten, sie lernen was über Technik, sie lernen Programmieren und das sind lauter sehr gute Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler einfach zu fördern und sie kommen mit Begeisterung in der Freizeit in die Schule. Es gab so viele Stunden, verbringen sonst Schülerinnen und Schüler außerhalb des normalen Unterrichts nicht in der Schule als bei der Vorbereitung auf diese Lego League. Das ist der tollste Unterricht, den man haben kann. Ich habe ein Team, die begeistert sind, die mit Freuden arbeiten. Wir forschen, wir recherchieren. Ich brauche die Kinder nicht motivieren. Der Wettbewerb an und für sich ist die Motivation. Und es gibt viele Herausforderungen. Und ich denke mal, die Kinder lernen enorm viel bei der Sache. Es macht einfach Spaß, im Team Aufgaben zu lösen. Und es hat da Zeiten gegeben, wo man total verwirrt waren, wo man nicht mehr weitergewusst haben. Aber man kann einfach Sachen im Team lösen, das macht einfach total viel Spaß. In 4 verschiedenen Bereichen gilt es, Punkte zu sammeln. Es werden das Roboterdesign, der Roboterbewerb, Teamwork und die Forschungsaufgabe dieses Jahr zum Thema Naturkatastrophen benotet. Heuer konnte sich das Team iDogs von der NMS Weißenbach-Telfs durchsetzen. Mich überrascht es eigentlich davor, ich habe mir das nicht gedacht. Ich habe mir vielleicht gedacht, 4. Platz, 3. vielleicht, aber dass wir weiterkommen und sogar gewinnen, hatte ich mir jetzt überhaupt gedacht. Mir überrascht es total, aber wir haben eigentlich gut abgeschnitten. Ich bin absolut überrascht und ich freue mich total. Und ich freue mich sehr, dass wir den Forschungsauftrag gewonnen haben und die Technik und ja, der gesamte Preis, der hat alle unsere Hoffnungen überragt. Jetzt geht es für die Burschen und Mädels von iDogs weiter nach Tirol zum Semifinale, um sich dort mit den Besten der Besten zu messen. Auch die Schüler von Sapere Aude und das Team Traunsee qualifizierten sich. Wir wünschen natürlich für das nächste Event viel Glück und Erfolg.